Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Brilliant Diamond Shining Pearl Wi-Fi Battle. Ich dachte mir, hey, wir gucken jetzt einfach mal, wie es so aussieht, ob Leute Bock haben auf ein knackiges BDSP Wi-Fi Battle und dementsprechend habe ich mir ein knackiges Team gebaut. Das ist tatsächlich das erste Team, was ich mir selber gebaut habe, mit dem ich jetzt sehr gespannt bin, wie wir performen werden. Wenn ihr wollt, dass ihr natürlich weitere Wi-Fi-Battles kommt und wenn ihr auch wollt, dass ich eure Teams benutze, solltet ihr im besten Fall auf Discord gehen oder in die Kommentare ein Poképaste reinschicken. Das könnt ihr über Pokémon Showdown erstellen. Das ist eine Internet-Webseite, auf die kommt ihr. Da müsst ihr euch vielleicht ein bisschen umgucken. Ich denke aber mal, die meisten von euch gerade auf meinem Kanal werden es kennen. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Wi-Fi-Battles machen, gucken, ob ihr Leute auch Bock haben und vor allem werde ich einmal herausfinden, wie so das Verhältnis zum Timer ist, denn der Timer ist ja immer noch auf 20 Minuten geregelt, deshalb bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und ich habe mir natürlich, schlau wie ich bin, nicht das Team gescreenshottet. Ich habe aber das meiste noch im Kopf. Ich weiß, dass hier potenziell ein Sumpex reinkommen kann, aber wir sind ein offensives Rotom Wash, das heißt auch da will niemand unbedingt diese Hydro-Pumpe fressen. Boah, der U-Turn hat viel Damage gemacht. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich Leben-Orb-Damage. Ich versuche ein bisschen auch in die deutschen Namen reinzugehen. Also wenn ich hier ein bisschen denglische, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Leben-Orb in Firnape, also Panferno, ist schon mal eine sehr gute Information für mich, weil das bedeutet, dass mein Gengar den immer outspeeden wird. Genauso auch wie mein Knackrack. Mein Knackrack ist nämlich selbst gescarft. Beziehungsweise trägt den Wahlschall. Wenn ihr wissen wollt übrigens, wie mein Team aussieht, schaut einfach in die Beschreibung. Dann seht ihr dort einen Poképaste. Da müsst ihr nur draufklicken und dann seht ihr auch, was ich alles so Wunderbares dabei habe. So, unser Gegner überlegt natürlich jetzt, weil, wie gesagt, das war nicht wirklich ein Wasserswitchen. Und ich bin tatsächlich komplett speziell offensiv. Also Max Special Attack. Und auch wenn jetzt hier ein Sumpex kommt, das wird richtig viel Damage machen. Und Sumpex... wenn das connected hätte. Das einzig Gute ist, dass Sumpex mir auch nicht wirklich was kann. Ich würde jetzt hier einfach mal auf ein Ehrlich gehen, weil ich glaube, ich habe da jetzt nicht wirklich einen Nachteil mit. Weil erstens kriegt er immer wieder Damage davon. Das heißt, wir negieren potenzielle Überreste. Zum anderen macht er mir natürlich weniger Schaden. Er wird wahrscheinlich jetzt seine Tarnsteine rauswerfen. Nee, er geht einfach direkt auf eine Kaskade. Das ist okay für mich. Also, ich bin ehrlich, meine Überreste heilen das fast schon wieder weg. Dementsprechend ist das okay für mich. Einzige Problematik ist natürlich, nach dieser Kehrtwende sind wir von Panfernos Nahkampf, also in der Range, in der Panfernos Nahkampf uns rausnimmt. Leider schon sind wir da, das heißt, da muss ich ein bisschen gucken, was ich gegen Panferno mache. Allgemein ein bisschen schwieriger Kandidat, natürlich habe ich immer Knackrack, mit dem ich den besiegen kann, das ist ganz gut. So, und jetzt das Sumpex eigentlich mit Rotom Wash zu bearbeiten, finde ich nicht schlecht, er wechselt raus und geht den Scissor. Ich weiß nicht, ob das ein Switch-In ist, weil das wird auch gigantisch... Zweimal Hydro-Pumpe gedrückt, zweimal gemisst. Es läuft einfach, ne? Es läuft. Ich drücke jetzt nochmal Hydro-Pumpe, weil eigentlich... Ich hätte vielleicht sogar ehrlich drücken sollen. Eigentlich hätte ich nämlich gesagt, er bleibt da nicht drin. Aber eigentlich gibt es auch keinen Grund... Ja, der Damage wäre halt super nice gewesen schon davor. Und mit Kehrtwende wird er halt jetzt guten Damage machen. Ehrlich wäre tatsächlich der Play gewesen... Da kann man leider nichts machen. Akzeptieren wir jetzt einfach. Müssen wir mit leben. Kann ich nichts machen. Er geht jetzt in seinen Gengar. Das ist ein ganz schwieriges Mon. Wobei es tatsächlich geht. Wir haben ein Despotar in unserem Team. Ein Despotar fängt das eigentlich gut ab. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, Tarnsteine eigentlich rauszubekommen. Heißt, eigentlich sind wir in einer gar nicht so schlechten Situation damit, muss man sagen. Weil er könnte natürlich hier einen Fokusstoß direkt drücken, bin ehrlich, kann er gut machen. Könnte er hier an der Stelle riskieren, weil Rotom Wash ist mir noch zu wichtig in diesem Match. Und ich setze halt jetzt den Sandsturm auf, könnte durchaus auch nervig werden für ein paar Kollegen in meinem Team. Er geht einfach auf die Matschbombe, bitte keine Vergiftung. Dankeschön, das ist schon mal sehr nett. Wir knacken seinen potenziellen Fokusgurt an. So, und jetzt ist tatsächlich die Frage, ob ich nicht direkt einfach angreifen will. Es könnte alles von Vorteil sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass dadurch, dass der potenziell viel Switch und auch Panferno halt den Lebenorb trägt, ich mit Sandsturm plus Tarnstein sehr, sehr viel Chip-Damage verteilen kann, was ganz gut ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Deshalb sind, denke ich, Tarnsteine an der Stelle sogar mein Play. Auch wenn der Knirscher hier durchaus ein valider Move gewesen wäre, weil wir den damit richtig dick hätten hitten können. Aber na gut. Es kommt sogar das Scherox rein, mit dem ich ein bisschen gerechnet habe, muss ich sagen.
Weshalb ich sogar kurz überlegt hatte, Feuerzahn zu klicken. Und jetzt ist halt die Frage, was das für ein Scherox ist. Er trägt auf jeden Fall die Überreste. Das könnte für ein defensives sprechen. Ich weiß nicht, ich kann mich eigentlich dadurch, dass Gengar im Gegnerteam ist, nicht trauen, jetzt hier einfach anzugreifen mit Feuerzahn, weil der potenziell speedy sein kann. Er kann natürlich auch hier einfach Patronenhieb drücken. Deshalb würde ich jetzt mal in mein eigenes Scherox gehen. Dadurch, dass ich ein bulkigeres und vor allem aber auch langsames Scherox bin, hoffe ich jetzt einfach mal, wir kriegen auch den Patronenhieb ab, also alles richtig gemacht, dass wir jetzt hier mit der Kehrtwende langsames Momentum kriegen können, sodass wir unser wahrscheinlich Knackrack aufs Spielfeld bringen können, weil Gengar können wir da nicht wirklich gut reinschicken, der will auch keinen Patronenhieb fressen und dadurch, dass Rotom Bosch schon so low ist, will ich den jetzt auch nicht reinschicken und der Sandsturm ist natürlich auch noch aktiv. Er wechselt sogar raus, das ist eigentlich sehr gut für uns, weil egal was er jetzt reinschickt, ich krieg Momentum und er schickt tatsächlich sein Panferno rein, das finde ich sehr gut, weil ich schicke jetzt Knackrack rein und überlege gerade, ob ich irgendeinen Nachteil mit Erdbeben habe. Er hat einen Gardevoir, er hat einen Panferno, er hat einen Scherox. Wen haben wir noch gesehen? Hat er einen Flug-Pokémon? Ich hätte jetzt keins im Kopf gehabt, wenn ich ehrlich bin. Weshalb ich jetzt einfach hier in mein Knackrack gehe und ich kann eigentlich, glaube ich, hier einfach Erdbeben klicken. Das ist leider eine sehr schlechte Sache, dass das weggenommen wurde, dass man nicht mehr sieht, was der Gegner so im Team hat. Das finde ich sehr doof. Also Scherox, Panferno, Gardevoir, Sumpex sind die Sachen, die ich im Kopf jetzt hätte. Ansonsten sind da noch zwei Fragezeichen-Monster tatsächlich für mich, was ein bisschen unvorteilhaft ist. Aber hey, wir werden natürlich, sollten wir diese Wi-Fi-Battles, oh wunderbar, öfter bringen, werde ich natürlich ein bisschen mehr in die Fancy-Mons-Richtung gehen, weil ich da auch gerne ein paar Sachen ausprobieren will. Weil momentan Meta ist es tatsächlich so, dass ein paar Pokémon, wie ich nenne jetzt mal als Beispiel Donphan, echt gut unterwegs sind und ich die öfter gesehen habe und ich mir dann denke, hey, Donphan, eigentlich ein cooler Haudegen, könnte man auch mal benutzen. Also wenn ihr dafür auch Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. So, und das ist jetzt eine interessante Sache, weil Gardevoir wird mich niemals outspeeden. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob ich an der Stelle ein Gardevoir immer rausnehmen würde. Er ist halt offensiv und nach Tarnstein, sage ich, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir das Ding rausnehmen können. Die Frage ist, wie sehr ist es mir das wert? Er wird halt auf Moonblast gehen. Eigentlich, das Ding ist, Gardevoir hat eigentlich, glaube ich, kein Tool, mit dem es Scherox hitten kann, weil ich meine, Magieflamme ist von dem jetzt weg. Das Einzige, was bei dem noch drauf ist... Nee, Punkt. Ich glaube, der Einzige, der Magieflamme von den Pokémon behalten hat... Oh, das war gar kein so schlechter Schaden, dass, dafür, dass ich rechts bedeft bin. Ich glaube, das Einzige, was relativ viel behalten hat, beziehungsweise was die Magieflamme behalten hat, ist das gute alte Traummagie. So, ich kann hier auch einfach wieder auf Kehrtwende gehen, dass Gardevoir hier drin bleibt. Ist äußerst unwahrscheinlich. Weavile hat er noch. Okay, Weavile ist einfach tot. Wunderbar. Das heißt, wir klatschen ihm jetzt eine Kehrtwende rein. Vielleicht wollte er sein Momentum einfach nicht aufgeben, weil Kehrtwende war relativ free und dadurch kriege ich halt wieder Momentum. Andererseits hat er quasi, dass man das Knackrack besiegen soll, eigentlich jetzt gerade weggeworfen und ich weiß nicht, ob das sein Play war. Ich würde sagen, wir schicken jetzt einfach mal Rotom Bosch rein, weil er hat nicht so viel gegen Rotom Bosch, wie wir gesehen haben. Das ist Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2 ist, ich kann mir nochmal eine Runde Überreste snacken, weil dadurch, dass wir Kehrtwende gedrückt haben, schicken wir Rotom direkt rein. Die Runde ist noch nicht zu Ende und Überreste passieren nochmal, was auf jeden Fall ein großer Vorteil an der Stelle für uns ist, muss man einfach sagen. So, und ich bin jetzt vor allem gespannt, wen er reinschickt. Er schickt tatsächlich seinen Scherox rein. Dann ist, glaube ich, das jetzt der Punkt, wo ich das Teil halt verbrenne. Weil entweder er drückt Auflockern, um die Hazards vom Spielfeld zu entfernen, also die Tarnsteine. Okay, er drückt Auflockern, das ist noch okay. Aber das ist... Das gibt's doch gar nicht, Rotom. Wo ist denn dein Zielwasser? Ah! Es ist so belastend. Jetzt ist die Frage, ob wir trotzdem nochmal aufs Irrlich gehen oder predikten, dass er halt jetzt Irrlich gesehen hat und sehr wahrscheinlich in seinen Sumpex geht für die Nullrunde. Andererseits macht mir Sumpex nichts, deshalb würde ich einfach nochmal auf Irrlich gehen. Er ruft leider zurück, aber wie gesagt, wenn er jetzt hier drin bleibt und kehrt, wenn er einfach klickt, kommen wir eigentlich im Endeffekt genauso weit, wie wir davor waren. So, und die Sache ist die, Snibuna ist ja jetzt weg. Wir kriegen vor allem nochmal Leftovers mit Rotom Bosch. Das heißt, ich habe jetzt die Option, dieses verbrannte Sumpex eigentlich für mich zu abusen, muss ich gestehen. Denn ich habe ein Togekiss mit dem Renkeschmied noch dabei. Und könnte versuchen, mit dem was zu reißen. Klar,
Das gute alte Scherox auf der Gegnerseite ist noch da. Wir haben einen Flammenwurf, aber der Patronenhieb wird trotzdem wehtun. Wenn der verbrannt wäre, wäre das natürlich jetzt absolut insane. Und er geht auf Kaskade. So, ich glaube nämlich, dass ich gegen so... Okay, das macht echt noch guten Damage dafür, dass der verbrannt ist. War das richtig viel? Ist das... Nee, Bandit ist das nicht. Also ich bin kein physisch defensives Togekiss. Ich habe einfach nur Max HP. Aber dafür war das noch immer richtig guter Damage. Holy moly. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zumindest auf eine Runde Ränkeschmied. Er wechselt raus. Kommt jetzt direkt Scherox? Okay, es kommt direkt Scherox. Boah, ich weiß nicht, ob wir in der Range sind, wo wir tatsächlich ein Leben. Hätte ich jetzt hier direkt Flammenwurf gedrückt, wäre natürlich absolut wild gewesen. Hätte ich mir sogar, glaube ich, erlauben können, weil ich die ganze Zeit gegen Ruheort drücken kann. Ich glaube aber, wir sollten genug HP haben, wenn das ein defensives Scherox ist und dadurch, dass es Leben, Überreste hat und auch Auflockern auf dem Set hat, gehe ich eigentlich davon aus, dass es das ist und kann jetzt hier Flammenwurf klicken und Scherox rausnehmen, welches mir sowieso schon ein bisschen immer ein Dorn im Auge war. Patronenhieb kommt und wir sollten es knapp über... Also knapp war das nicht, das haben wir sogar sehr, sehr gut überlebt. Damit würde ich sagen, tschüss an Scherox. Sehr, sehr gut, dass der weg ist an der Stelle. Das gefällt mir schon mal super gut. Und damit ist jetzt nur noch Sumpex, Togekiss, Panferno auf der Gegnerseite und ich glaube noch irgendwas. Weil ich glaube, wir haben bisher nur zwei Pokémon besiegt. Das Schöne ist, ich werde wahrscheinlich irgendwie ein Layout-Design haben, wo ihr das immer seht, weil ich glaube, ansonsten verliert man hier sehr schnell den Überblick. Gengar hat er noch. Das ist okay für mich. Weil eigentlich, ich gehe einfach wieder in mein Despotar. Selbst wenn er das Predicted und Fokusstoß geht, gehe ich danach in Knackrack, drück Erdbeben und kill eigentlich irgendwas. Also ist das alles okay für mich. Wir kriegen auch wieder Sandsturm raus. Da ich das Knackrack sehr wahrscheinlich jetzt dann wieder reinkommen wird, ist das auch okay. Donnerblitz kommt, damit kann ich mehr als nur leben. Also macht natürlich okayen Schaden, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. So, und dadurch, dass er sehr wahrscheinlich... Ah, wobei, er hat noch Sumpex in der Hinterhand. Den könnte er auch reinwerfen. Tarnsteine, sage ich, brauchen wir eigentlich ab dem Punkt nicht mal mehr unbedingt. Deshalb würde ich jetzt einfach mal mit einem Knirscher angreifen und richtig viel Damage raushauen. Weil, pff, warum nicht? Ich verliere damit wenig. Sumpex wird weiter angechippt, wenn der reinkommt. Wenn Panferno reinkommt, das ist auch okay. Der überlebt den Knirscher jetzt auch nicht so geile. Und da kommt auch schon das Sumpex. Knirscher kommt und ich sage Om Nom Nom. Das war sehr, sehr guter Damage. Überreste kommen natürlich wieder. Das sieht alles sehr, sehr gut für mich aus. Ich weiß natürlich noch nicht, ob das Gengar im Gegnerteam gescarft ist oder nicht. Ich weiß noch nicht, ob der nächste Knirscher reicht. Deshalb würde ich jetzt einfach mal in Togekiss gehen, weil das Togekiss hier nochmal performen kann, ist eher unwahrscheinlich, außer ich komme jetzt dazu, gleich einen Ruheort zu klicken. Dann hätte Togekiss doch nochmal eine Chance, ansonsten tendenziell eher nicht. Und er geht auf eine Kaskade, okay. Das heißt, wir können jetzt gleich Ruheort klicken und heilen. Boah, das war echt viel Damage. Ich meine, wir sind jetzt auch langsam an dem Punkt, an dem Sturzbach von dem Sumpex triggern wird. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Ich habe immer noch die Vermutung, dass der ein Walband hat. So viel Damage, wie der macht. Das halte ich schon für ein bisschen unnatürlich, muss ich gestehen. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen jetzt erstmal einen Ruheort raus. Er kann eigentlich nicht schneller sein, außer er trägt den Walschall, weil ich habe in einem Max-Speed Togekiss. Und er geht auf weiterhin Kaskade. Ich denke schon, dass der, weil ansonsten würde der, glaube ich, Eisstrahl hier spielen. So, das Problem ist, dass die Kaskade immer noch so viel macht, weil er jetzt halt in Sturzbach-Range ist, dass ich eigentlich gezwungen bin, jetzt anzugreifen. Ich glaube, ab dem jetzigen Punkt sollte ich angreifen, weil ab dem jetzigen Punkt könnte es sogar sein, dadurch, dass das offensive Sumpex ist, dass ich mit Luftschnitt rausnehme. Und ansonsten hoffen wir einfach auf die 60% Flint-Chance. Das wäre natürlich auch eine geile Sache. Hätten wir uns auch verdient zur Not, aber es reicht einfach so. Damit ist das Schwampert weg. Wunderbar. Sandsturm ist jetzt auch weg, das ist nochmal sehr nice, weil wir natürlich nochmal in Ruhe unsere Überreste bekommen. Und jetzt hat er halt noch sein Panferno, mit dem kann er den Kill holen. Er hat noch seinen Gengar, mit dem kann er auch den Kill holen. Also er hat zwei Mons, mit denen er zwar gut die Kills holen kann, dann kommt aber halt immer Knackrack und drückt Erdbeben. Ja, soll Gengar halt kommen. Togekiss Aufgabe ist damit eigentlich erledigt. Ich möchte einfach nur einen Delegator oder komisches Setup oder so verhindern. Selbst wenn Setup oder sowas kommen würde, wäre das egal, weil Knackrack hier immer schneller ist dank seines Wahlscheiß. Das Einzige, was halt doof wäre, wäre ein Miss gewesen. Und wenn wir daraufhin einfach, den Luftschnitt gemisst hätten. Das wäre sehr belastend geworden, muss man sagen. So, und ich glaube, ab dem jetzigen Punkt ist es eigentlich nur noch Erdbeben klicken, wenn ich ehrlich bin. Ab dem jetzigen Punkt ist es eigentlich nichts mehr anderes, weil ich bin mir sehr sicher, dass Gardevoir auch ab dem Punkt an Erdbeben stirbt.
es sollten eigentlich alle drei Mons jetzt sterben. Er wechselt sogar nochmal aus. Wenn er jetzt Gardevoir reinwirft, dann hat er... Okay, er wirft gerade seine letzte Karte nochmal ab, mit der er irgendwie nochmal eine Chance gehabt hätte, was zu reißen. Weil wenn das irgendwie random defensive EVs oder Brick EVs drin hätte... Wollte gerade sagen, dann hätte das potenziell sogar leben können. Ich wäre gegen Gardevoir eh immer noch einmal rausgegangen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber damit habe ich jetzt sicher gewonnen. Das ist jetzt an der Stelle eigentlich ein sicheres GG, weil... Der kann eigentlich nichts mehr machen. So, wir haben schon gesehen, das Panferno ist garantiert langsamer. Was noch sein kann, ist, wie gesagt, dass Gengar einen Wahlschall trägt und die Attacke Zauberschein beherrscht. Aber wir haben schon Matschbombe, Donnerblitz gesehen. Es kann noch gut sein, aber ich sag, auf der KP-Range, wo wir sind, würde Knackrack auch noch meinen Zauberschein leben. Deshalb ist das, denke ich, okay. Und wir sind auch schneller. Also, es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn hier Wahlschall Gengar ist. Ich weiß nicht, wie common das ist. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, dass es nicht so kommen. Wäre zumindest meine Vermutung an der Stelle. Und damit haben wir gewonnen. Mir fällt gerade auf, wir haben das Panferno schon besiegt, ne? Ja, ich bin dumm. Ich habe einfach komplett... Oder? Oder hat er gerade aufgegeben? Ich weiß es gar nicht. Das war's auf jeden Fall mit dem ersten Wi-Fi Battle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich bestimmte Mons benutze, ein bestimmtes Team benutze, haut das einfach in die Kommentare rein. Und dann gucke ich mal, worauf ich so Lust habe, worauf ich Bock habe. Und dann hören wir uns, beziehungsweise sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Und ciao, bye bye.